Heute besprechen wir, wie du Hausaufgaben richtig und schneller machen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und bevor wir heute ins Video reinstarten, möchte ich dir kurz noch einen Kanal empfehlen, und zwar den hier. Wir blenden das mal hier ein. Ich krieg es wahrscheinlich lange nicht so cool hin, wie er es damals gemacht hat, als er mich empfohlen hat, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und zwar geht es um den Channel Denken 2.0. Da findet ihr im Prinzip in Form von animierten Videos einfach Erklärungen zu Persönlichkeitsentwicklung, zu Psychologie, was dir natürlich auch in der Schule super, super viel helfen kann. Und ich kann nur sagen, ich habe solche Videos selbst in der Oberstufe sehr, sehr viel konsumiert und haben sehr viel dazu beigetragen, dass ich im Prinzip jetzt auch vom Mindset auf dem Level stehe, wo ich bin. Deswegen ist es mir eine totale Herzensangelegenheit, euch auch diesen Channel zu empfehlen. Checkt vorbei und lasst einen schönen Kommentar von mir sozusagen da, da freut er sich bestimmt. Und jetzt weiter mit den 5 Tipps, wie du deine Hausaufgaben richtig und schneller machst. Allererster Punkt, eine klare Struktur. Das ist so wichtig, man kann es gar nicht ausdrücken, wie wichtig das ist. Weil, wenn du nicht eine klare Zeit hast, wann du anfängst, wenn du nicht einen klaren Ort hast, wo du die Hausaufgaben machst, wenn du nicht deine Hausaufgaben vernünftig aufgeschrieben hast und überhaupt weißt, was drankommt, dann wird es dich einfach killen. Weil immer, so funktioniert unsere ganze Psychologie. Immer, wenn du darüber nachdenken musst, was du jetzt machst, steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht machen wirst. Wenn du aber von vornherein schon weißt, okay, da fange ich an, das sind meine Hausaufgaben, an dem Ort mache ich es, so und so mache ich die, boom, es wird dir so viel leichter fallen. Zweitens, der Start ist alles. Das ist so wichtig zu verstehen, denn die meisten fangen einfach halt irgendwie mit den Hausaufgaben an. So, okay, sie haben eine klare Struktur, aber dann, ja, keine Ahnung, fangen wir mit dem ersten Fach an, was oben steht. Aber versuch im allerersten Moment mal zu verstehen, wo du eher das Motivationsproblem hast. Hast du eher ein Problem damit, überhaupt mit den Hausaufgaben anzufangen, oder dann, wenn du angefangen hast, auch wirklich durchzuziehen? Wenn du ein Problem damit hast, überhaupt anzufangen, würde ich dir raten, mit einem leichten Fach, mit einem spaßigen Fach anzufangen und danach direkt ein eher schwierigeres zu nehmen. Weil so kommst du gut rein, machst aber trotzdem relativ bald oder in der vorderen Hälfte deiner Hausaufgaben-Session die wichtigsten Aufgaben. Wenn du jemand bist, der sagt, ey, also Anfang fällt mir eigentlich super easy, ich kann nur nicht richtig durchziehen, dann mach die klassische Eat That Frog Methode. Das heißt, du fängst gleich mit der allerschwersten Aufgabe an, dass du die am Anfang weg hast, und dann wird es immer leichter, wodurch es dir eigentlich relativ leicht fallen sollte, auch wirklich konsequent durchzuziehen. Drittens, dein Kopf ist dein Spielfeld. Bitte halte das mal wirklich richtig, richtig gut vor Augen. Denn egal, was du sagst, egal, ob du sagst, oh, ich habe keinen Bock oder ich muss prokrastinieren oder ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Übrigens, bezüglich Prokrastination und Konzentration packe ich euch hier rechts oben die beiden Videos hin, die euch da sehr, sehr gut weiterhelfen können. Aber wenn du wirklich allgemein verstehst, hey, mein ganzer Kopf ist das Spielfeld. Man denkt sich nämlich bei den Hausaufgaben immer so, okay, das liegt irgendwie so vor mir und irgendwie muss ich meinen Platz richtig schön machen und so weiter. Und das kann schon förderlich sein. Aber hier passiert eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende passiert hier oben. Das bedeutet, meistens sind es vor allem deine Gedanken, die dich ablenken. Sprich, du sagst zum Beispiel, oh, okay, ich habe jetzt keinen Bock darauf zu machen. Oder du bist dabei und denkst an irgendwas anderes, was du machen könntest. Und deswegen, das kann ich so krass killen. Deswegen versuch unbedingt deine Gedanken möglichst gut unter Kontrolle zu bekommen. Und im Prinzip versuch wieder her, dieses Territoriums hier oben zu werden. Weil meistens haben deine Gedanken das schon längst übernommen. Deswegen auch hier rechts oben mal noch das Video, wie man Meditation richtig und sehr einfach erlernt. Weil wenn du hier oben das Game gewinnst, gewinnst du es auch immer hier und schlussendlich auch in der Prüfung. Viertens, stehe niemals auf. Das ist vielleicht ein bisschen ein extremer Tipp, aber es wird deine Produktivität bei den Hausaufgaben so krass pushen, weil wenn du es wirklich schaffst, von Anfang an alle Sachen am Start zu haben, die du brauchst, das bedeutet natürlich Materialien, vollkommen klar, aber auch sowas wie Trinken, notfalls sogar Essen und auch sonstige Dinge, wenn du die da hast und nicht mehr aufstehen musst, dann hast du gewonnen. Weil die eine Sache, die dich bei den Hausaufgaben meistens killt, ist, du bist im Flow und dann, oh, ich habe keine Schere da, dann holst du eine Schere. Oh, ich muss jetzt aufs Klo. Und dann gehst du aufs Klo. Beim Klo ist natürlich so, manchmal kann man sich aufhalten und dann bitte auch lieber gehen, anstatt nicht zu gehen. So hardcore wollen wir es dann auch nicht machen. Aber auch da, versuch wirklich deinen Weg zum Klo so kurz und ablenkungsarm wie möglich zu gestalten. Das heißt, am besten ist das Klo direkt neben dir, also nicht im Raum, aber einfach in die nächste Tür rein, dass auch niemand einfach dazwischen kommt, dich dann anlabert. Und wie läuft's? Was machst du heute noch? Übrigens wollte ich noch fragen, einfach all diese
Ablenkungen wegzubekommen, dass du wirklich so viel Fokus wie möglich auf die Hausaufgaben hast, weil dann kannst du die auch richtig, richtig gut und schnell durchziehen. Und jetzt zu guter Letzt noch mit Abstand der beste Tipp, und zwar fünftens, hol dir das Ende ins Jetzt. Was meine ich damit? Wir alle lieben dieses Gefühl, wenn wir die Hausaufgaben richtig gut gemacht haben, ja, und einfach schnell durchgezogen haben. Das lieben wir. Das heißt, es gibt ein richtig geiles Gefühl. Aber während wir die Hausaufgaben machen, ist es meistens so, oh, ja. Wenn wir es jetzt aber schaffen, im Prinzip dieses Gefühl, was du am Ende hast, schon während der Hausaufgaben zu empfinden und das im Prinzip damit zu verknüpfen, wirst du einfach dauerhaft deine Hausaufgaben mit richtig viel Spaß machen, weil du eben merkst, hey, das ist ja richtig geil. Und wie du das im Prinzip machst, ist, dass du eben dir genau dieser Kausalität bewusst wirst. Das heißt, du merkst, hey, weil ich jetzt gerade so konsequent schreibe, werde ich in einer halben Stunde, einer Stunde, eineinhalb Stunden fertig sein, mich dann richtig gut fühlen. Und wenn du das dann hast, dann versuch das Gefühl, was du am Ende hast, aber ich meine, am Ende bist du ja nur fertig. Da hast du ja davor was geleistet, aber in dem Moment, wo du fertig bist, bist du ja nur fertig. Warum hast du da das gute Gefühl? Deswegen versuch das im Prinzip vorzuziehen, schon beim Schreiben zu sagen, geil, ich ziehe jetzt durch, deswegen werde ich danach richtig stolz sein können. Aber eben auch nicht dieses danach nicht mehr so zu betonen, sondern vielmehr es immer mehr zu lieben, im Jetzt richtig durchzuziehen, anstatt dir im Nachhinein immer zu denken, wow, wie geil ich durchgezogen habe. Versteht ihr? Relativ einfacher Shift eigentlich, aber macht einen riesen Unterschied, weil du irgendwann es einfach liebst, dieses Gefühl von, boah, ich ziehe gerade richtig gut durch. Und damit bist du schlussendlich deine Hausaufgaben immer sehr, 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 sehr konsequent machen. In diesem Sinne, denk an eine Sache. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.